Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier das erste Mal zur Pirelli Hot Lab, und zwar ein komplett neuer Modus. Wir haben ja Supercastet neuesten und deswegen werden wir heute ein bisschen mal reingucken. Es gibt zum Beispiel Adraged Speed, dann Drift, was gibt's da noch? Checkpoint Herausforderung und Autocross. Das ist ziemlich schwierig. Ich habe das schon mal ein bisschen angefahren und wir fangen direkt an mit anspruchsvoll auf jeden Fall. Es wird ziemlich schwierig, die neuen Autos haben kein Setup, was man einstellen kann. Man muss mit dem Auto so klarkommen, wie es auch ist. Hier sind wir nun in Saudi-Arabien. Das erste Mal in Bahrain gibt es keine Challenge, das ist schade. Aber Saudi-Arabien, glaube ich, ist auch vom Glamour her ein bisschen besser. Und hier sind wir nun. Ich muss noch ein paar Einstellungen treffen. So, Leute, und es geht los. Wir müssen versuchen, dich in einem schwierigen Abschnitt der Strecke, in dem Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen wird, die besten Geschwindigkeiten deiner drei Versuche werden halt dann gewertet. Wir müssen die 157,72 schaffen. Wir starten direkt rein und ich kann euch sagen, es gibt natürlich auch ein paar Cockpit-Ansichten, wir haben die hier, aber meiner Meinung nach ist die Haube alt, die normale Haube alt und vor allem das Dach am besten. Man kann das auch gut einschätzen und wir starten direkt los. Wir haben auch hier das Piepsen. Und, wow, die Autos sind sehr blochig, gleich quietschen die Reifen, ja. Halleluja. Wir sollten es geschafft, nein, das hat nicht ganz, ich glaube, ich war 757, hat nicht ganz gereicht. Also wir müssen nochmal, wir haben ja drei Versuche, Gott sei Dank, um das Ganze zu schaffen. Weiter geht's, unser zweiter Versuch. Ich hoffe, wir können diesmal ein bisschen mehr daraus holen. Beim Rausbeschleunigen hatte ich einen kleinen Querstehen und das war, glaube ich, auch das Problem. Früher gehen wir jetzt hier die drei Runden, wir brauchen halt die Endpace. So. Und ich gehe hier aufs Gas und direkt das Heck weg. Jetzt sind wir drauf. Boah, es reicht, Mann. 160, das war aber, haarscharf. 159, das sollte, denke ich mal, reichen. Einmal, glaube ich, dürfen wir noch fahren, aber können wir das nicht skippen? Wir haben es eh geschafft. Aber wir müssen noch einmal. Okay, probieren wir es nochmal. Vielleicht können wir unsere Zeiten nochmal toppen. Wir müssen uns auch ein bisschen ans Auto rangewöhnen, bis wir dann nächstes Mal wieder ein anderes bekommen. So. Ja, mit dem Gas musst du ein bisschen triggern auf jeden Fall. Ich bin Controller-Player. Und da fällt schon auf, dass du ein bisschen mit dem Gas... Naja, das wird nicht... Es reicht zwar, um nochmal schneller, diese vorgegebene Zeit zu schlagen, aber eben nicht, um nochmal eine Beste draus zu holen. Es reicht doch mal auf jeden Fall, um die Challenge zu schaffen. Und das ist das Wichtige, Leute. Wir gehen direkt in unsere zweite Aufgabe. Die heißt mit Drift. Und die in Saudi-Arabien wird bellissima. 180 Sekunden, weiß ich, haben wir Zeit, um das Ganze zu schaffen. Los geht's. Drift, glaube ich, muss ich nicht viel erklären. Wir müssen treiben das Auto über die Grenzen hinaus. Und das werden wir schaffen. 6000 Punkte. Ich habe da schon ein paar Tricks rausgefunden. Ich bin Forza, ich spiele auch Forza ab und zu und ein bisschen das Auto, genau, rückblenden kann man auch benutzen natürlich. Wenn man die Mauer berührt oder den Drift irgendwie abbricht. So. So. Boah, da treibst du das Auto echt über die Grenzen. Nur nicht die Mortgage, Leute, das ist... Boah, da darf nur nicht rauskommen. Na, da ist leider... Na, das war scheiße. Das tut dem Controller nicht gut. Leute, hört ihr das? Das ist echt nicht angenehm. Wir werden mal kurz was machen. Das tut dem Controller nicht gut. Ich stelle die Vibration. Die brauchen wir sowieso nicht. Stellen wir die runter.
Ach, das gibt's hier gar nicht. Doch, Force Feedback und Vibration. Die werden wir runterstellen. Das tut nämlich dem Controller nicht so gut. Bearbeiten und Vibration, Force Feedback. Werden wir hier die Vibrationsstärke, wir drehen die auf 30 runter. Das ist jetzt nicht so schlimm. Stellen wir 35, 34, egal. Das tut dem Controller, glaube ich, nicht so gut. Gerade ein Elite-Controller, das ist nicht angenehm. Und ich glaube, auch beim Hören und so ist es nicht so schön. Oh! Das bockt aber ordentlich, Leute. Also habt ihr, was ist euer Eindruck vom Game? Jetzt sollte eigentlich die beste Kurve zum Driften kommen. Sag ich's nicht, Leute. Da kommt das Heck. Und genau das wollen wir. Genau das wollen wir. Die 800 Punkte nehmen wir so fett mit. Wow. Boah, gerade die Mauer nicht getroffen, das ist echt wichtig. Wir wollen genau den Gegenpendler. Na, 500 Punkte verloren. Scheiße, jetzt müssen wir mal angasen ein bisschen. Sonst wird's nichts. Ja, paar Punktchen fehlen noch. Haben wir schon geschafft. Salala, der Rest gehört nur noch für den Flex. Nein, Spaß, wir haben es geschafft. Das ist sehr geil. Das macht echt ordentlich Bock. Oh mein Gott, macht das Bock. 1000 Punkte kommen da nochmal dazu. Nur nicht übertreiben, wir kennen das vom Forza, Leute. Seid ihr Forza-Player? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ah ja, das ist sowieso egal. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Gut, können wir das Ganze beenden oder? Wir müssen weiterfahren. Egal. Ding. Ja, egal. Testen wir ein bisschen das Auto. Was fahren wir denn hier überhaupt? Ja, ist ein Auto. Ja, ich bin nicht so ein Fan. Am besten steuern lässt sich auf jeden Fall der Ferrari. Der Monza, nein, der Ferrari, Monza, glaube ich, ist es. Na, die Kurve wollte ich auch schon. Egal. Sollte reichen. Das sollte reichen. Was für ein tolles Auto. Das Gefühl ist echt toll. Also wirklich, die Autos sind ein bisschen schwierig zu handeln. Gerade mit Traktionskontrolle, mit oder aus. Aber gerade das Schalten, das bockt ordentlich. Beim Runterschalten brauchst du ein bisschen länger, ist ja klar, Handschaltung. Und das haben wir locker easy goal geschafft, Leute. Abonniert natürlich gerne den Channel. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und um unsere Saudi-Arabien-Ecke abzuschließen, glaube ich, haben wir noch eins, oder? Nein, das ist schon... Ja, egal. Wir werden natürlich jetzt noch nach Australien auch gehen. Mit einem verdammt genialen Auto, nämlich den Mercedes AMG. Ein echt cooles Auto, bockt ordentlich. Aber wirklich ordentlich. Es regnet. Und wieder Drift, oder wie? Ah, Avenge, Average Speed Zone. Wir müssen einfach nur, eben wie vorhin schon in Saudi-Arabien, einen Mittelsektor von Melbourne hier, jetzt haben wir es, von Melbourne hier fahren. Es gibt auch, wenn man zu fett abkürzt, wird man sofort disqualifiziert. So, ab dem vierten Gang circa, glaube ich, braucht man auch nicht mehr mit dem Gas-Trigger. Ihr seht da unten rechts das Grüne. So stark gebe ich Gas. Ja, meiner Meinung nach dachte ich mir auch zuerst, das passt nicht zu Formel 1. Aber es passt irgendwie. Ich finde das ziemlich cool. Es hat gereicht beim ersten Mal. Und ich glaube, wir werden noch keine anderen Versuche mehr brauchen. Können wir das nicht einfach skippen? Ich weiß nicht, warum ich 3 Versuche fahren muss, wenn ich es beim ersten schon schaffe. Finde ich das ziemlich dumm. Aber wir probieren es nochmal. Vielleicht schaffen wir nochmal unsere Zeit zu schlagen. Und beim dritten werde ich mal absichtlich abkürzen, um zu gucken oder euch zu zeigen. Okay, ich glaube, das ist jetzt schon der Fall. Disqualifiziert. Man wird dann direkt disqualifiziert. Easy going. Ja, das sparen wir uns wenigstens den Versuch. Sorry. Aber wir haben es eben beim ersten Mal geschafft. Ja, natürlich könnte da der Ehrgeiz jetzt kommen. Oh, nochmal schneller und nochmal schneller. Aber wozu? Ich meine, das ist die Mindestanforderung. Die haben wir um einiges überboten. 4 km/h oder so. Natürlich, wenn du das Gefühl am schnellsten hast, es gibt doch schon ein paar, die da echt gute Zeiten im Online gefahren sind. Aber pff, Leute, das ist für mich ein Fun-Mode, der hier.
Ja, ich glaube, keine große Verbesserung zum anderen. Ich meine, ja, das war's schon. Gold ist auf jeden Fall drin. Der AMG lässt sich auch gut steuern, ist aber halt auch ein GT R Pro und die sind echt handig auf dem Heck, gerade beim Regen. Da weißt du, huch, da musst du auch aufpassen. Die zweite Zeit wurde qualifiziert, sage ich ja. Gerade die erste. Bei mir ist eigentlich immer der Anreiz, die erste Runde muss die beste sein. Wir sehen uns morgen. Ich plane das jetzt jeden Tag, dass es kommt. Also gucken wir mal, was für morgen der Drift in Australien und die Average Zone. Ich meine, oh, ich bin so gespannt. Passt. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim Drift. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Daily Hot Lap jetzt bis Sonntag auf jeden Fall. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal in meinem Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis morgen oder später auf TikTok oder auch hier und ciao.